Also ich habe natürlich auch meine eigenen Erfahrungen zum Thema Unconscious Bias gemacht. Wie zum Beispiel das erste Mal, als wir Eltern geworden sind. Da war dann automatisch die Frage von anderen, und deine Frau, die bleibt jetzt zu Hause bei den Kindern. Also als ob das so gegeben ist geradezu, dass die Frau mit Arbeiten aufhört. Oder anderes Beispiel, wo mir das bewusst geworden ist, ging um die Besetzung einer Werkleiterposition von einem neuen Werk in Middle East. Da waren auch automatisch nur die Männer auf der Liste und mögliche Frauen als Kandidatinnen kamen gar nicht mehr, weil man ja gedacht hat, die sind ja auch eh mit den Kindern beschäftigt und würden das eh nicht machen. Also das zeigt mir immer wieder die Beispiele, wie wichtig das ist, dass man für diese Option, gerade bei auch solchen Besetzungen, Männer und Frauen gemeinsam auf eine Liste schreibt, um sich dann zu überlegen, wer ist denn jetzt wirklich die beste Kandidatin oder der beste Kandidat für diese Rolle. Und deshalb ist das auch wichtig für Chefsache, denn das ist eine der großen Initiativen, die wir da treiben. Chefsache, Wandel gestalten, sehr wichtig. Ich nominiere als Nächste meine Partnerkollegin Linda Dauritz und den Rainer Esser, den Chef des Zeitverlags.